Also, nochmal, herzlich willkommen. Solduri Livestream zum Thema Termine einstellen. Wir zeichnen das Ganze hier auch auf, parallel. Über Discord habt ihr die Möglichkeit, euch in den Channel mit einzuschalten. Ich mache mich auch da mal laut, damit man mich da hören kann. Ein Teilnehmer ist schon da. Sag mal was. Hallo. So, sollte man auch hören. Macht jetzt hier wenig Sinn, weil diejenige, welche sitzt, schräg hinter mir. Aber wenn ihr Lust habt, kommt da gerne mit rein. Über Discord, also über YouTube nachher die Aufzeichnung, habt ihr diese Möglichkeit nicht mehr, eure Fragen direkt zu stellen. Aber da seid ihr halt darauf angewiesen, dass die richtigen Fragen gestellt wurden. So, wir steigen dann gleich mal direkt ein. Ich swap mal um. Zack. So, und wir haben die Webseite. So, Webseite, eigentlich sollte die jeder von euch kennen. Was natürlich die allererste Bedingung ist, um einen Termin einzutragen, ihr solltet euch auf der Webseite anmelden. Das heißt hier unten, ich melde mich mal ab. Knickknack, so. Wenn ihr hier dieses verräterische Benutzername-Passwortfeld seht, dann seid ihr nicht angemeldet. So. Das heißt, wir melden uns jetzt mal an. Nein, will ich nicht. So. Und ihr seid auf der Webseite angemeldet. So, dann gehen wir in den Terminkalender. So, was wollen wir heute überhaupt machen? Gehen wir erstmal ganz kurz darauf ein. Und zwar haben wir immer wieder das Problem, dass, oder was heißt Problem, ist jetzt kein Riesending, aber dass viele Leute so ein bisschen das Potenzial nicht nutzen, was das Buchungssystem bietet und auch teilweise immer so kleine Fehler gemacht werden. Gerade so Wiederholungstermine, da gibt es immer mal so den kleinen Kinken oder was Einladung, was bedeutet eine Einladung, was sind die Rechte, was muss ich alles einstellen, was sollte ich nicht einstellen, welche Features habe ich überhaupt. So, darüber, das wollen wir heute mal ein bisschen machen. So, ich zeige euch als allererstes, also alle, die Fragen haben, das könnt ihr, ne, entweder über den Twitch-Chat oder eben halt über Discord. Wenn ihr Fragen habt, lasst uns das am Ende machen. Ich gehe erstmal so einmal kurz über die Funktionsweisen, was bietet das System denn überhaupt? So, wir schnappen uns einfach mal beispielhaft den Termin, den wir heute jetzt hier gerade haben oder gerade durchführen. Das heißt, es sieht so aus und ich gehe jetzt mal in das Fenster rein, um den nochmal zu bearbeiten. So, das ist auch das Fenster, was ihr seht, oder es sieht genauso aus, wenn ihr einen Termin neu erstellt. Das heißt, die Felder sind exakt dieselben. So, was haben wir hier? Im Prinzip ist das ganz einfach. Wir haben hier mehrere Reiter. Das heißt, wir haben hier 5 Karteireiter mit verschiedenen Funktionen. Die erste ist so der allgemeine Tab. Da geben wir der Veranstaltung erstmal einen Titel. Das heißt, möglichst aussagekräftig, ich spiele DSA, feste Gruppe oder flexible Gruppe oder ich mache Warhammer 40k oder ich will nerven oder ich will basteln oder ich will Hallenhalmer spielen oder weiß ich nicht, Nahkampfschach, ich habe keine Ahnung. So, möglichst aussagekräftig, sodass die Leute im Kalender gleich sehen, oh ja, das ist für mein Spielsystem. Also schreibt gerne das Spielsystem mit rein. Dann gibt es auf der Webseite so gewisse Kategorien. Die sind jetzt nicht wirklich wichtig, aber versehen dieses Event halt mit einer gewissen Farbe und ermöglicht es danach, gewisse Veranstaltungen zu filtern. Da sind jetzt so ein paar vorgesehen. Ich zeige euch die mal. Wir haben jetzt hier Solduri Event. Das nehmen wir für, Mitgliederversammlungen, Grillfeste, irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen. Alles, was irgendwie nicht spielsystemgebunden ist. So, dann haben wir hier Pen and Paper Rollenspiel. Wir haben Tabletop, Brettspiel, externe Events. Das ist so, ihr wollt einen Termin eintragen in eurem favorisierten Rollenspielladen. In einem anderen Verein, in, weiß ich nicht, dem Einkaufs... Ich habe keine Ahnung. Das könnt ihr alles unter externe Events machen. Also alles, was nicht bei Solduri stattfindet.
So, dann haben wir für die Jugendsparte noch Termine drin. Wir haben Online-Gaming, wenn ihr also den Kalender benutzen wollt, um euch anzumelden oder euch zu verabreden, um, weiß ich nicht, The Division zu spielen, Neverwinter Online oder weiß der Geier was, Ark, bla bla bla, könnt ihr das da drin machen. Wir haben hier Geburtstage, das heißt, ihr könnt hier eure Geburtstage eintragen. Wir haben Conventions, die wir nochmal gesondert markieren. Wir haben so Community-Treffen, das ist auch so einfach Just for Fun Treffen, wo es nicht ums Spielen geht, sondern einfach, weiß ich nicht, wir fahren Kanu oder wir machen sonst irgendwas. So, und dann haben wir Fotografie, Film auch noch angeboten. Wenn ihr einen Termin machen wollt und ihr wollt das ergänzen, das heißt, da ist ein Eintrag drin und ihr sagt, das wäre schön, wenn das sollte immer eine eigene Kategorie sein, wendet euch einfach an mich und ich richte das gerne für euch ein. Das ist also gar kein Problem. Das könnt ihr also flexibel beantragen bei mir. Das ist gar kein Ding. So, da geben wir dem also eine Kategorie. Dann hat das Ganze eine Zugriffsebene. Was macht jetzt eine Zugriffsebene? Eine Zugriffsebene bedeutet, damit legt ihr fest, wer kann diesen Termin überhaupt sehen und wer kann ihn nicht sehen. Das heißt, normalerweise 90% aller Sonduri-Termine überhaupt nicht mal, stehen immer unter Public. Das ist auch vorausgewählt. Public bedeutet, jeder, der auf die Webseite geht, egal ob angemeldet oder nicht, kann diesen Termin sehen. Nur sehen erstmal. So, hier habt ihr folgende Möglichkeit. Ihr könnt sagen, der ist Public. Ihr könnt sagen, der ist für Mitglieder. Dann können nur Mitglieder den sehen. Das heißt, es ist egal, ob derjenige einen Account hat bei Solduri oder nicht. Wenn ihr hier Mitglieder eintragt, können nur Mitglieder das sehen. So. Registert bedeutet, dann können alle, die einen Account auf der Webseite haben. Da gibt es so auch Ladenbesitzer, irgendwelche Partner. Es gibt teilweise Probemitglieder, ehemalige oder überhaupt Leute, die sich einfach registriert haben auf der Webseite. Das lassen wir ja auch zu. Die können das dann auch sehen. Oder Special, das sind halt nur Administratoren, sowas, das braucht ihr nicht. So. Wichtig ist für euch Public oder Mitglieder, wobei hier vorne immer Public. Mitglieder nehmt bitte nur dann, wenn das irgendwas ist, was, ich weiß nicht, ist eine private Feier von euch und ihr wollt die Solduri-Mitglieder einladen, das muss nicht unbedingt jeder wissen, dass ihr Geburtstag feiert in eurem Partykeller und ihr wollt die einladen, dann nehmt Mitglieder. Ansonsten, wenn es eine Spielveranstaltung geht, egal ob da Fremde kommen dürfen oder nicht, lasst das immer auf Public. Also da braucht ihr eigentlich nichts dran machen. So, dann Status veröffentlicht, ja, oder ist er versteckt? Wenn er versteckt ist, seht nur ihr den. Wenn er veröffentlicht ist, ist er veröffentlicht. Das heißt, so könnt ihr einen Termin anlegen und könnt, weil ihr noch an dem arbeiten wollt, aber ihr wollt ihn schon mal eingetragen haben, könnt ihr den nutzen. Braucht ihr in der Regel auch nicht, weil ihr schreibt einen Termin, stellt ihn ein, dass er online fertig ist. So, aber falls ihr da noch ein bisschen eine Agenda reinmachen wollt oder, weiß ich nicht, ihr wollt schon mal einen Teaser schreiben und ihr habt jetzt nur den Termin erstmal festgelegt, dann könnt ihr das machen. Also für eure Arbeit könnt ihr das auch schon nutzen. So, das ist dieser obere Bereich hier. Das ist eigentlich ja. Dann kommt die Beschreibung. Die Beschreibung ist im Prinzip, ich ziehe das mal ein bisschen größer. Ihr habt hier unten so einen kleinen Anfasser. Da könnt ihr das Feld auch ein bisschen größer ziehen. Das ist im Prinzip das Feld, was nachher steht als, als Beschreibung des Events. Das heißt, ich habe hier eine Grafik reingepackt, dann habe ich hier so ein bisschen Text drin, ein bisschen mit textgestalterischen Mitteln den Text so ein bisschen gepimpt. Dann noch ein paar Links drin, also einfach so ein Fließtext. Das könnt ihr euch vorbereiten und macht einfach Copy-Paste das da rein. Bitte nicht Word benutzen, weil Word ist eine Webseite, technisch gesehen. Dementsprechend nimmt er diese ganzen Formatierungen damit rein, das ist super lästig. So, nimmt einen Texteditor oder sowas, ne? Oder achtet drauf, dass ihr hier über die Buttons, das zeige ich euch aber gleich noch, wenn wir über den Editor ein bisschen gehen, gibt es eine Möglichkeit, das alles rauszulassen. So,
dann haben wir hier unten einen Ort. Der Ort ist im Prinzip ganz einfach, das ist auch vordefiniert von mir, vom Webmaster. Auch da könnt ihr mir Bescheid sagen und weitere Termine, weitere Locations quasi festlegen lassen. Wir haben jetzt hier schon so ein paar drinne. Ich nehme jetzt mal den Clubraum, The Vault, Clubraum 3.0 und wähle den aus. Das ist einfach, dann ist die Karte da drinne, eine Adresse, man weiß, wo man hinfahren muss und so weiter. Ist ganz nett. Und es ist halt dem Ort zugeordnet, ist wieder für die Sortierung eine ganz nette Sache. So, Kontakt. Ja, Kontakt ist halt, wer ist derjenige welche für diesen Termin. Das heißt, da könnt ihr zum Beispiel sagen, hey, das ist hier, da ist der Kontakt, info@solduri.de, dann wird die Adresse da noch mit eingetragen. So, könnt ihr aber auch weglassen, weil oben steht drin, wir arbeiten ja mit dem System, aber falls das wichtig ist, weil das jemand externes ist, vielleicht dann kann da Kontakt angegeben werden, wenn Fragen sind. Bestes Beispiel, Hamburg Taktika stellt so rein, das ist ein Veranstalter, der das macht und da könnte man dann die Kontaktadresse vom Veranstalter, falls einer, der den bei uns im Kalender sieht, dort eine Nachfrage hat. Die kann er ja nicht bei uns stellen, sondern die muss er beim Veranstalter stellen. So, Zusatzinformationen, ich schreibe mal rein, Zusatzinformationen kommen hier. So, ich habe schon wieder viel zu schnell getippt. So. Na, so, dann sehen wir das gleich, wo das Ding auftaucht, zeige ich euch dann mal. So, da könnt ihr die also so zusätzliche Infos, braucht man in der Regel nicht. Also das ist nur der Vollständigkeit halber. So, und dann haben wir hier unten Personen wählen, Spieltische, Wähleräume und so weiter. So, hier über die Spieltischauswahl könnt ihr festlegen, welchen Spieltisch ihr nutzen wollt im Clubraum. Das ist natürlich nur interessant für Clubraumveranstaltungen und sollte natürlich auch nur von Clubraummitgliedern genutzt werden. Alles andere macht keinen Sinn. Bitte, alle Solduri-Mitglieder, die kein Clubraummitglied sind, bucht bitte keine Tische im Clubraum. Das führt zu Problemen. So. Also hier könnt ihr den einfach auswählen. Zack, erster Tisch. Dann seht ihr, ich habe jetzt hier Tabletop-Tisch 2 gebucht. Jetzt wähle ich noch einen Tisch dazu. Tabletop, nein, den habe ich schon. So, Tabletop-Tisch. Mehrzwecktisch 7 nehme ich noch dazu. So, alles schön. So, dann könnt ihr RPG-Räume wählen. Da haben wir natürlich 2 Räume zur Auswahl. 1, 2. Die sind nicht weiter benannt an den Räumen, wie ihr festgestellt habt. Ja, es ist egal. Ihr könnt nicht einen spezifischen buchen. Ihr müsst den nehmen, der da noch frei ist. So. Das macht sich nachher vielleicht nochmal ändern, aber im Moment ist das unfixiert. Das ist einfach nur, ich habe 1 oder 2, ich komme da an, die sind beide gleich groß, ich nehme den, der frei ist. So, das ist dieser erste Reiter allgemein, das war's schon. Also in der Regel Namen geben, Kategorie auswählen, kurzen Text machen, fertig. Vielleicht noch, wenn es im Clubraum stattfindet, den Spieltisch oder den Raum auswählen. Das ist alles auf der ersten Seite. So, jetzt kommt das Interessante. Kalender. Kalender dreht sich um diese ganzen Elemente, wann, wie, wo, was, warum, weshalb. Also wann findet das statt? So, da gibst du natürlich ein Startdatum, das glaube ich selbsterklärend. 20 Uhr fängt das heute an. Um 21 Uhr möchte ich fertig sein mit diesem Webinar. So, trag das hier ein und so weiter. Dieses keine bestimmte Endzeit. Nutzt das bitte nicht, wenn ihr einen Tisch gebucht habt. Das führt zu mucho Problem, weil dann die Tischreservierung nicht mehr greift. Das kann das System nicht. Bug ist gemeldet. Kommt darauf an, wann die Entwickler dazu kommen, das einzubauen. So. Genauso hier unten habt ihr die Möglichkeit, einen Wiederholungstermin einzustellen. Das heißt, hier ist jetzt auf keine Wiederholung gestellt. Ihr könnt aber auch sagen, ich will das Ding täglich wiederholen, wöchentlich wiederholen, monatlich wiederholen oder gar jährlich wiederholen. Das heißt, wenn ihr eure Rollenspielgruppe macht, könnt ihr das immer wieder. Wenn ihr einen Termin habt wie eine Spielgruppe und ihr wollt einfach Just for Fun spielen, macht euch einen Termin, macht da keine Serie draus und kopiert den einfach nachher. Das ist meist einfacher als diese Termine machen, weil wenn ihr dann an dem Hauptevent was ändert, und das ist das große Problem, ändert ihr
alle Termine. Das heißt, es werden technisch gesehen alle Wiederholungstermine gelöscht und neu wieder hingepackt. Das bedeutet, haben sich dort schon Mitglieder eingetragen für diesen Termin, dann erlöscht ihr diese Eintragung. Das heißt, er hat sich registriert für den Termin und auf einmal ist seine Registrierung verschwunden. Warum? Weil ihr an dem Termin was geändert habt. Wenn ihr an dem Termin was ändert, löscht ihr alles und macht alles neu. Und damit sind auch die Reservierungen weg. Deswegen ist es meist einfacher und besser und zuverlässiger, ihr kopiert die. Ihr habt aber die Möglichkeit, diese Funktion zu nutzen. So, das Ganze ist eigentlich auch selbsterklärend. Ich sag mal, meistens haben wir ja eine wöchentliche Wiederholung. Jetzt könnt ihr hier einstellen den Wiederholungsintervall. Das heißt, jede Woche, alle 2 Wochen, alle 3 Wochen und so weiter. So, ihr könnt hier ansehen, wie oft das wiederholt werden soll. Das heißt, ihr habt, sag ich mal, 5 Termine. Schreibt ihr ein, Wiederholungsanzahl sind 5. Dann würde sich das jetzt jede Woche 5-mal wiederholen. Oder ihr könnt sagen, ich will ein Wiederholungsende machen. Das heißt, ihr seht, dies hier ist so entweder oder die Geschichte. Das heißt, entweder habe ich eine feste Anzahl Wiederholungen oder ich habe einen Zeitpunkt, an dem das endet, diese Wiederholung. Das heißt, Ende des Jahres oder weiß der Geier was. So, dann könnt ihr noch sagen, nach Wochentag. Wenn ihr das wöchentlich macht, könnt ihr natürlich sagen, an welchem Tag und könnt dann hier alle grün markieren, oder alle markieren alle Tage, an denen ihr das machen wollt. So, ganz genauso täglich. Täglich habt ihr natürlich, wenn ihr es täglich habt, fehlt die Hälfte, weil ihr braucht dann nicht, an welchem Tag, es ist ja täglich. So, das heißt, da habt ihr dann nur wann, wie, wo. Monatlich genau dasselbe, da hast du dann welchen Monatstag, also immer am 27. Oder ihr könnt nach Wochentag machen, das heißt, ihr könnt hier einstellen, immer freitags, immer nimmt ihr das weg, in der 4. Woche oder in der zweiten und 4. Woche, freitags, so ein klassischer Rollenspieltermin im Clubraum, alle 2 Wochen, würdest du immer am 2. und am 4. Woche des Monats spielt ihr. So, dann habt ihr das immer drin, fest. Boom. Bis entweder ihr oben das Wiederholungsende habt oder ihr die festgelegte Anzahl an Wiederholungen gemacht habt. Jährlich genau dasselbe, da kannst du dann den Tag setzen, an welchem Tag will ich das haben. So, das heißt, jetzt ist das Jahr am 158. Tag, das wird wahrscheinlich heute sein, der Termin gesetzt und würde dann entweder vom Jahresende zurückgezählt oder nicht. Das könnt ihr auswählen und dann wieder wie viele Wiederholungen oder wann soll es zu Ende sein. So, brauchen wir jetzt nicht. Das ist dieser Kalender-Tab. Ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Ein bisschen aufpassen müsst ihr unten bei den Wiederholungen, dass das alles passt. So, dann Teilnahme. Teilnahme ist im Prinzip das eigentliche Buchen. Das heißt, das bisher ist nur ein Kalendereintrag, diese ersten beiden. Und das hier ist ein Zusatzmodul, was wir käuflich erworben haben. Das heißt, das kostet uns wirklich jährlich Geld. Dementsprechend ist das immer mir so ein Anliegen, dass wir das auch benutzen, weil sonst macht das keinen Sinn. Also es kostet uns wirklich Geld, das Ding. Und dafür zahlt ihr eure Beiträge nicht zuletzt auch, dass dieser Teilnahme-Tab da ist. So, Registrierung erlauben. Was bedeutet das? Soll man sich für diesen Termin anmelden können? Jo. Ich kann aber auch auswählen, nein. Dann fehlt alles. Wie ihr seht, geht alles zu. Nein. Ich habe nur einen Termin drin. Wenn ich jetzt mache, hey, allgemein, just for fun, wir betrinken uns im Clubraum, sinnlos, ist mir egal, ob einer kommt, weil Hauptsache das Bier ist da. So, dementsprechend sage ich vielleicht nein, weil mir persönlich egal ist, ob da einer kommt oder nicht. Dann brauche ich auch keine Registrierung machen. So. Standardmäßig ist immer ja aktiviert. Das heißt, standardmäßig wird, wenn ihr dann nichts einstellt, kann man sich für euren Termin anmelden. Ihr könnt aber auch, und das ist die dritte Möglichkeit hier, wählen nur mit Einladung. Das bedeutet, das wählen wir jetzt mal, nur mit Einladung. Dann kann man sich nur dann registrieren, wenn man eine Einladung erhalten hat. Das heißt, zeige ich euch gleich noch genauer, wie man so eine Einladung erstellt und so weiter. Ist super cool für feste Rollenspielrunden, wo ihr wollt, da dürfen sich auch nur die anmelden, die zu dieser Rollenspielrunde gehören. So, alle anderen wählen eher die ganz normale Einstellung ja.
die auch vorher eingestellt ist. So, und jetzt kommt das wirklich Interessante, weil jetzt gibt es eine Zugriffsebene für diese Veranstaltung. Das heißt, vorhin, hier in dem ersten Tab, ich springe nochmal kurz zurück, habt ihr eine Zugriffsebene für den gesamten Kalendereintrag. Und hier in Teilnahme gibt es nochmal eine Zugriffsebene. Das bedeutet, jetzt kann alle Public, also jeder auf der Webseite, sieht diesen Termin, ja. Teilnahme kann ich aber ausdefinieren, wer kann denn sich registrieren für diesen Termin? So, das kann ich lassen, gleicher Zugriff wie Event, das ist voreingestellt. Das bedeutet, dann kann man sich auch, ohne einen Account zu haben, über eine E-Mail-basierte Anmeldung dort eintragen. Also eine E-Mail-Adresse eintragen, einen Usernamen festlegen. Es wird ein User auf der Webseite angelegt automatisch und der Platz wäre weg. Taucht dann als Name, Ad, E-Mail, taucht das in der Liste auf. So. Oder eben, ihr könnt sagen, nur Mitglieder sollen sich anmelden können. So. Das heißt, wenn ihr keine externen Leute von außen wollt, also ihr wollt keine Besucher, ihr wollt keine, das stelle ich wahrscheinlich auch noch um, standardmäßig. Ich hoffe, das geht. Ich weiß es gar nicht genau. Früher ging es nicht. Deswegen steht es immer noch auf der Standardeinstellung. Da konnte man nichts vorauswählen. Steht also immer auf gleicher Zugriff wie Event. Dann wird das durch vorne festgelegt. Hier könnt ihr eben halt sagen, sollen nur Mitglieder, sollen nur Registrierte sich anmelden können. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn da Public steht. Na? Aber wie gesagt, es kann halt dazu führen, dass da auf einmal jemand vor der Tür steht im Clubraum und sagt, ja, ich hatte mich eingetragen, ich wollte mir das mal angucken. Na, also wählt da, wenn es geht, Mitglieder aus oder seid euch im Klaren darüber, dass jemand externes sich anmelden kann. Soll halt auch dafür sorgen, dass wir von außen neue Leute da reinkriegen. So, dann der dritte Punkt ist eine Kapazität. Ist nicht schwer. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Wenn ihr am Tisch 6 Stühle habt, habt ihr eine Kapazität von 6. Das heißt 6. Wähle ich mich selber nicht aus, weil ich der Meister bin, was ich persönlich nicht mache. Das heißt, ich trage Termine ein ohne und weiß, ich werde zu diesem Termin nicht kommen. Weil ich stehe unten in der Liste nicht drin. Ich habe mich nicht angemeldet für diesen Termin. Das bedeutet nicht, ich komme. So, dementsprechend ziehe ich mich auch nicht ab. Das heißt, ich habe 6 Stühle am Tisch. Ich trage 6 Leute ein. So, dann habe ich eine Warteliste, die ich machen kann. Kann ich auf 0 lassen. 0 bedeutet unbegrenzt. Dann stehen die auf der Warteliste. Das ist eigentlich nur interessant, wenn das jetzt ein Turnier wäre oder sowas. Das können wir halt auch abdecken damit. Bei einer Rollenspielrunde arbeitest du ja meistens eher mit Einladungen, wenn du fest limitierte Plätze hast. Aber so ein bestes Beispiel, eine Civitas-Runde oder eine Vicos-Runde, das ist ein gutes Beispiel dafür. Da hat man das, da weiß ich nicht, welche Gruppe. Ich bin der Meister, ich stelle den Termin ein. Ich habe 6 Leute, die ich an meinen Tisch kriege. Und ich habe dann eine Warteliste, die könnte ich einschränken, brauche ich aber nicht. Warum sollte ich die einschränken? Ich kann es aber auf 0 haben. Aber ich könnte auch sagen, es dürfen sich noch 6 maximal auf eine Warteliste eintragen. So. Dann gibt es einen anfänglichen Registrierungsstatus. Oh, klingt unfassbar kompliziert, ist aber eigentlich gar nichts Dickes. Wenn der steht vorausgewählt, so wie das System, ohne dass ihr da irgendwas dran macht, steht das auf automatisch bestätigt. Bedeutet, ich klicke an, ja, ich will teilnehmen, zack, ich habe den Platz. Wenn ihr als Meister aber bestimmen wollt, wer den Platz kriegt, das mag es auch mal sein, ihr wollt vielleicht auch nicht mit jedem spielen. Auch das gibt es halt bei so einer großen Gruppe, wie wir sind. Und das ist auch ganz normal und das ist auch nicht schlimm. Dann könntet ihr sagen, nee, ich stelle das auf Warte auf Bestätigung. Dann trägt derjenige sich ein und ihr müsst den bestätigen. Ihr müsst also sagen, ja, der darf mitmachen. Und erst dann taucht er in der Liste auf. So, vorher sieht er auch nicht die Teilnehmerliste und gar nichts. So, standardmäßig steht das, wie gesagt, auf automatisch bestätigt. Warte auf Bestätigung, habe ich noch nie gebraucht. Ist aber die Möglichkeit da.
in so einer Konstellation, ich mag nicht mit jedem spielen oder weiß der Geier was, macht das wichtig sein. Oder ich habe einen Stichtag und will nicht First Come, First Serve machen, sondern ich will sagen, hey, und dann würfeln wir aus, ich will das fair machen, wir ziehen los oder ich los das aus, wer dann mitmachen darf, weil wir haben nur 5 Plätze oder was, ja, dann brauche ich das vielleicht auch mal. So, dann habe ich Extrafelder. Extrafelder ist dieses schöne Bemerkungsfeld, was sich hinten befindet. Da könnten wir auch beliebige Sachen noch reinbauen. Im Moment gibt es eigentlich nur ein Bemerkungsfeld. Es gibt hier sowas für Online-Malen und für eine Grillparty. Grillparty ist so, hey, ich bringe Fleisch mit, ich bringe Salat mit Haken, ich komme mit Gästen. So ein Feld. So, standardmäßig einfach ein Bemerkungsfeld, kann ich einen kleinen Text reinschreiben, eine Zeile. So, dann kann ich festlegen, darf man sich stornieren? Standardmäßig auf Ja gestellt? Brauchst du nicht anfassen. Ist super, weil willst du sie zwingen? Im Zweifel, wenn du es nicht zulässt, kommen die einfach nicht. Also sollen sie den Platz lieber frei machen. So, dann Änderungen durch bestätigte Teilnehmer erlauben. So, das bedeutet, wenn ich jetzt da oben eingetragen habe, eine Bemerkung, oder ich habe Ja, Nein angeklickt oder sonst irgendwas, und ich nehme hier den Haken raus und sage Nein, kann der nicht mehr eine Änderung an seinem Eintrag machen. Der kann zwar ja, nein, kann sich noch stornieren, aber der kann hinten an diesem Eintrag, an dieser Bemerkungstext, kann der nichts mehr ändern. Braucht man eigentlich auch nicht. Funktion ist aber da. Standardmäßig, ja, darf er machen. So, dann Teilnehmerliste anzeigen. Das ist, sieht man unten, wer sich angemeldet hat, ja oder nein. Steht standardmäßig immer auf Ja. Hier habe ich die Möglichkeit, auch Nein auszuwählen. Nee, will ich nicht. Geht hier gar nicht. Warum? Komisch. Achso, doch, jetzt. Bisschen tricky. So. So, ich kann Nein auswählen. Ich kann sagen, nur mit Einladung. Nur mit Einladung bedeutet, die Teilnehmerliste kann ich nur sehen, wenn ich eine Einladung bekommen habe zu dieser Veranstaltung. Ne? Oder ich kann sagen, only to attendees. Ist noch nicht übersetzt, kommt noch. Dann sehe ich das nur, wenn ich mich eingetragen habe, wenn ich also Teilnehmer bei der Veranstaltung bin, dann sehe ich die Teilnehmerliste. Steht standardmäßig auch auf Ja, alle können die sehen. Passt. So, hier könnt ihr noch zum Teilnahmeformular Hinweise hinterlassen. Ja, könnt ihr auch reinschreiben, ja, bitte registriert euch bis oder Anmeldeschluss ist oder weiß der Geier, könnt ihr noch zusätzliche Texte reinschreiben. Ist genau so ein Editor, so ein Texteditor, braucht ihr einfach nur tippen. So, und jetzt kommt das wirklich Wichtige und da tritt immer mal der ein oder andere, ja, ich sag mal, Fehler auf. So, gerade mal geguckt, was hier geschrieben wurde. Nicht, dass ich das vergesse. So, hier tritt halt der ein oder andere Fehler auf. Registrierungsbeginn, Registrierungsende, Stornierungsfrist. Diese drei Punkte haben wir. Was bedeutet das? Registrierungsbeginn ist der erste Zeitpunkt, ab wann ich die Möglichkeit habe, mich für diesen Termin zu registrieren. Das heißt, für diese heutige Veranstaltung war das der 19.07. um 13 Uhr. Standardmäßig nimmt er den jetzigen Zeitpunkt dafür. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ihr das erstellt habt. Könnt das aber auch frei bestimmen. Das Registrierungsende bedeutet, ab diesem Zeitpunkt kann sich keiner mehr anmelden für diesen Termin. Da ist das Ding dicht. Der Termin ist da und bis ab dann kann sich keiner mehr anmelden. So, das war zum Beispiel heute um 20 Uhr. Das heißt, um 20:01 Uhr gab es keine Möglichkeit mehr zu sagen, ja, ich will heute teilnehmen. So, dann haben wir eine Stornierungsfrist. Stornierungsfrist bedeutet ganz einfach, wann kann ich noch sagen, nee, ich will doch nicht kommen? Wann kann ich noch stornieren? Das ist bestes Beispiel, ganz wichtig. Ich fahre eine halbe bis dreiviertel Stunde in den Clubraum. So, wenn ich jetzt um 19 Uhr eine Veranstaltung mache, sage ich, ja, registrieren kannst du dich vielleicht Open End, ist mir egal. Aber stornieren für eine Veranstaltung, wenn du zugesagt hast, kannst du nur bis 19 Uhr. Weil um 20 Uhr will ich im Clubraum sein
um 19 Uhr soll keiner mehr irgendwie absagen können, sondern dann muss er mich anrufen. Dann kann ich ihn anmeckern und kann sagen, hör mal zu, dann melde ich doch wenigstens mal. So, weil das gibt mir die Chance, dass ich nicht umsonst in den Clubraum fahre. Das ist gerade für die, die weiter wegkommen, eine sehr wichtige Funktion. Ja, ich will eine halbe Stunde vorher wissen, kommt überhaupt einer. Wenn derjenige sich angemeldet hat, dann kann er nicht mehr absagen. Es sei denn, dann muss er sich halt bei mir melden, muss sagen, du, Entschuldigung, ich komme doch nicht. Gebietet der Anstand, sorgt aber dafür, dass sich nicht einer um 19:59 Uhr abmeldet und schönen Tag noch, ich bin umsonst in den Clubraum gefahren. So, im Zweifel bin ich es trotzdem, aber dann kann ich sagen, du hör mal zu, was soll das? Das ist nicht so nett. Wenn er die Möglichkeit hat, ist legitim. Was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ich konnte mich stornieren. So. Das sind diese drei Termine. Mal gucken, was hat er geschrieben? Genau. Ganz wichtig, was in dem Channel steht. Wenn ihr eine Wiederholungsveranstaltung habt, das heißt, das Ding wird monatlich wiederholt, bestimmt dieser Zeitraum auch, wie der Zeitraum bei den Wiederholungsterminen ist. Das heißt, wenn ich hier für heute Abend einen Termin einstelle, für 22 Uhr, und sage, den will ich monatlich wiederholen, dann startet der Registrierungsbeginn jetzt um 20.33 Uhr und um 22 Uhr startet das. Die Wiederholung werden immer dazu sein, dass ich mich an dem Tag erst um 20.33 Uhr anmelden kann. Will ich also, dass die Teilnehmer sich, weiß ich nicht, 4 Tage vorher schon anmelden können, dann muss ich natürlich das zurückdatieren, den Registrierungsbeginn. Ganz wichtiger Punkt, den Gnussel da geschrieben hat. Ganz wichtig, achtet darauf, wie viel Vorlauf wollt ihr haben. Müsst ihr ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, das zum Thema Teilnahme, also Registrierung an sich. Dann haben wir noch 2 Tabs. So, der dritte oder der vierte ist die Einladung. Die Einladung steht standardmäßig auf, ja, du kannst eine Anmeldung, du kannst Einladungen erstellen. Du musst es nicht, aber du kannst es. So, hier kannst du dann noch, am zweiten Punkt kannst du festlegen, ob du es nur den Eingeladenen zeigen willst. Das heißt, diesen Termin kann man auch nur sehen, wenn man eingeladen wurde. Wer es braucht. So. Und dann ist hier ein Text, das ist so ein Standardtext, ist jetzt nicht der schönste. Wer die Muße hat, diese Texte zu gestalten, die unsere Systeme generieren, kommt gerne auf mich zu, ich freue mich da immer. Ich kann sowas nicht. Bin ich zu unkreativ für. So, standardmäßig passt das, der Benutzer kriegt hier einen Namen, da wird so sein Username eingefügt und dann ist alles schön. So, damit könnt ihr diese Einladungsfunktion triggern. Könnt ihr auch abschalten, braucht ihr aber in der Regel nicht. So, und dann kann man noch Erinnerungen machen, ist auch standardmäßig auf Erinnerung gesetzt. Da kann ich als Mitglied mir eine Erinnerung schalten und kann sagen, hey, erinnere mich nochmal an den Termin, den will ich nicht vergessen. Dann schickt das System 24 Stunden vorher nochmal eine Mail und sagt, du hör mal zu, du wolltest an den Termin erinnert werden. Ja? So, das ist im Prinzip das eigentliche Formular, was ihr habt zum Erstellen eines Termins. So, das ist jetzt anhand von dem Termin gewesen, der heute Abend ist. Wir machen jetzt ganz kurz, erstellen wir uns einen neuen Termin. Und dann zeige ich euch mal, was geht und gehen wir auch ein bisschen auf die Editor-Funktion ein. Das heißt, wir suchen uns, wenn wir im Kalender sind, ich gucke mir mal einfach die Monatsansicht nochmal an. So, habe ich den Termin. Jetzt habe ich Wie trage ich einen Termin ein? Ich habe im Prinzip 3 Möglichkeiten, einen Termin an einem bestimmten Tag einzutragen. Ich kann entweder hier oben sagen, ich will einen Termin anlegen. Das heißt, Mouse over, Termin anlegen, dann geht das Formular auf. Zweite Möglichkeit, die ich habe, ich kann in den betreffenden Tag gehen, natürlich nur, wenn ich angemeldet bin, und kann mir den Termin setzen. Ich nehme jetzt mal den 30., der ist schön leer. Oder nicht, im Heute. Nachher. So, dann sehe ich hier oben,
Wenn ich hier auf dem Tag bin, hier oben in der Ecke, taucht so ein kleines Plus auf. Ist ein bisschen klein im Stream wahrscheinlich, aber hier taucht so ein kleines Plus auf. Und wenn ich da drauf klicke, geht auch dieses Editor-Fenster auf. Die dritte Möglichkeit ist hier unten. Hier unten ist ein Link, neuen Termin eintragen. Auch da kann ich draufklicken. Egal welche Möglichkeit ihr nutzt, ihr landet immer im gleichen Formular. Das heißt, ich nehme jetzt mal hier, ich klicke hier auf das kleine Plus. So, jetzt geht mein Formular auf. Das ist natürlich jetzt leer. Das heißt, so sieht das aus, wenn ihr einen Termin eintragen wollt. Ich mach mal, denn ich sage ja zu heißem Kaffee, der nach einer halben Stunde nicht mehr heiß ist. Bäh. So. Also, ihr habt hier diesen Termin, so ist das vorausgewählt. Das heißt, das, was ich jetzt tue, ist das, was ihr auch tun würdet, wenn ihr einen Termin eintragt. Und das, was ihr vorfinden würdet an Voreinstellungen. Das heißt, ich nehme hier einen Titel. Titel nehmen wir heute Webinar Testeintrag Termin. So. Jetzt kann ich eine Kategorie wählen. Kategorie ist immer nicht ausgewählt. Das heißt, wenn ihr das vergesst und sagt speichern, quakt da rum, Magga, gebt dem mal eine Kategorie. So, Kategorie wähle ich jetzt was aus. Weiß ich nicht, Solduri Event allgemein. So, müsst ihr halt gucken, was passt. Wie gesagt, ist da was drin, das passt gar nicht. Nimmt Solduri Event allgemein und sagt mir Bescheid. Hey Kevin, ich brauche mal irgendwie, das passt alles nicht, ist alles doof, ist alles blöd. Pack da mal was rein, was irgendwie geiler ist. So, völlig in Ordnung. So, mal gucken, was geht hier auf? Genau, so, wie Gnose gerade schreibt, beim Titel ist es üblich, in Klammern das Spielsystem zu setzen. Das mache ich, mache das jetzt mal. Sag mal so, ich nehme immer gerne eckige Klammern, ist aber ziemlich egal. So, ist jetzt Webinars Spielsystem. Ich kann da auch DSA eintragen, Warm 40k, War Machine Hordes, ist halt ganz nett, weil dann sehe ich gleich, was Phase ist. Super Punkt, vielen Dank. So, hab jetzt hier Solduri Event allgemein ausgewählt. Ab jetzt eine Zugriffsebene, wie gesagt, lasst die ruhig auf Public. Also das ist, wir wollen ja den Leuten auch zeigen, was für Events wir haben. Ein privater Geburtstag, wie gesagt, würde ich jetzt auch nur Mitgliedern zeigen wollen. Ich glaube, mein Geburtstag, den ich gefeiert habe im Clubraum am 24., wo alle Mitglieder eingeladen waren, der war auch auf nur Mitglieder gestellt, weil das muss nicht die Allgemeinheit wissen. So. So, du meinst Kategorien, Turbo Pups wahrscheinlich, ist ja Tabletop. Wir könnten das auch ganz, ganz fein granulieren. Lasst uns da gerne im Seed oder generell beschnacken, was ihr da reinmachen wollt. Ne? Damit könnte man das auch machen, das stimmt. So, wir schweifen aber ab. So, Zugriffsebene, Public, lassen. Hier, lassen, nichts machen. Status veröffentlicht. Ja, na klar will ich den veröffentlichen. Ich könnte aber auch, wie gesagt, bin ich drauf eingegangen. So, jetzt brauche ich einen Text. Jetzt will ich das natürlich, und darum soll es heute ja auch gehen, ein bisschen, ja, schön gestalten. Das heißt, es soll auch ein bisschen nach was aussehen. Ne? Oh, ne? Immer diese X-Winger. Ne? Es ist immer dasselbe. Ne? Ja, Bezug nehmend auf eine Beschwerde in dem Channel gerade. Ja, da oben dürft ihr natürlich auch X-Wing und Guild Ball und so. Zum Beispiel dürft ihr auch reinschreiben. Ne? So. Alles klar. So, also hier möglichst ein Test. Das heißt, da kann man jetzt, den kann man jetzt leer lassen. Oder man kann reinschreiben, Tabletop. Ja, ist schön. Sieht aber nicht gut aus. Das heißt, was wir ja machen wollen, ich habe mir im Idealfall, ich mache jetzt mal als Beispiel, ich sage, wir erstellen uns heute zusammen einen Termin.
und wollen, dass dieser etwas schöner aussieht. So, dann kann ich hier nämlich mal, da will ich noch eine Überschrift haben. Ich sag also, weiß ich nicht, was passiert heute? So. Dann kann ich sagen, weiß ich nicht. Ich mach jetzt mal, ist jetzt Quatsch, ich weiß, aber ich sag mal, Punkte will ich haben und ich will festlegen, wie viele, weiß ich nicht, die Mission etc. etc. So, jetzt sage ich hier, Punkte will ich haben, 3000, Mission, Capture the Flag, so, als Beispiel. So, jetzt sieht das ja immer noch nicht schön aus, so richtig cool sieht das ja immer noch nicht aus. Das heißt, ich markiere mir jetzt die Überschrift und sage hier oben, und da kommen diese Felder ins Spiel. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit ihr das ein bisschen besser seht. So, und zwar kommen hier oben, lasst euch davon nicht schocken, eine ganze Menge Felder. Ihr habt also die Möglichkeit hier, ne, euch eine Hilfe zu holen. So. Da könnt ihr das leer machen, braucht ihr das nicht. So, wichtig, ihr habt hier, wie in der Textverarbeitung, fett invertiert, unterstrichen oder sogar durchgestrichen. Könnt ihr alles machen. So, ich mache das also fett unterstrichen. So, dann könnt ihr hier Blocktext, allen möglichen Scheiß, ihr könnt irgendwelche Zitate machen und ihr könnt hier zum Beispiel sagen, unter Styles könnt ihr so eine, Paragraph, nicht Styles, Paragraph. So, hier habt ihr so Möglichkeiten, so gewisse Formatierung schon auszuwählen. Das sind jetzt so eine HTML vorgesehenen festen Dingern. Die könnt ihr hier schon reinmachen. Das ist so Überschrift erste Ordnung, zweite Ordnung. Kann man auch nutzen, wenn man das nicht so per Hand machen will. So, jetzt will ich das hier für die Punkte auch noch machen. Also fett unterstrichen und ich sage hier Mission will ich auch fett unterstrichen und so sieht das schon deutlich netter aus, ohne zu viel Text zu machen. So. So, das ist das Thema. So, was wir dann noch machen können, jetzt wollen wir das aber eine Farbe reinbringen. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Schriftarten und sowas zu wählen. Braucht ihr alles nicht. Hier habt ihr die Möglichkeit, eine Textfarbe festzulegen. Ihr könnt das einfach rot machen. Das heißt, ihr markiert den Text, könnt dann hier sagen, schwarz, rot, gelb, grün, blau, wie auch immer. Ihr könnt das Ding aber auch wie in so einem Textmarker im Prinzip die Hintergrund, von dieser Stelle die Hintergrundfarbe ändern. Könnt sagen, ich will das hier einfach in gelb anmarkern. Dann ist das so schwarzer Text. Oder die Textfarbe, die ihr ausgewählt habt, aber eben halt der Text ist markiert. So könnt ihr wichtige Punkte halt hervorheben. Ich nehme jetzt mal hier Capture the Flag. Das finde ich wichtig. Ne? Schwarz auf Rot, nie eine gute Idee. Das heißt, ich setze die Textfarbe auf Weiß. Sieht besser aus. So. Da könnt ihr also mitspielen. So, dann habe ich die Möglichkeit auszuschneiden. Brauchen wir alles nicht. So, ein wirklich wichtiger Punkt ist noch das Ding hier. Der Rest ist alles Spielkram. Probiert da ruhig mit rum. Ihr könnt da alle möglichen Tabellen noch reinbauen und. Braucht man in der Regel nicht. Wichtig ist dieser Knöbel hier. Paste as plain text. Damit habt ihr die Möglichkeit, dass hier so ein Feld aufgeht und ihr könnt jeglichen Text, egal ob der aus Word kommt, aus irgendwas kommt, der schon irgendwie vorformatiert ist, da reinmachen und das ist ein reiner Text. Das heißt, damit kann dann nicht viel passieren. Das also merken, das Ding ist euer Freund, wenn ihr aufs Word Texte da rein kopieren wollt. So. Ein wirklich wichtiger Punkt. Ich kann das auch nochmal, ich werde das glaube ich auch nochmal alles aufräumen da oben. Das ist eine gute Idee eigentlich. So. Ein wirklich wichtiger Punkt ist halt Grafik.
Das heißt, irgendwie ein Bild da noch rein. Ihr kennt das wahrscheinlich von meinen Terminen. Ich habe meistens so ein Bild noch mit drinne. Das heißt, ich nehme hier, mache mir hier oben Platz, sage, da soll ein Bild rein. Gehe mit dem Cursor dahin und habe dann hier die Möglichkeit, hier ist so Insert, Edit Image, ein Fenster aufzumachen. Sieht unglaublich gruselig aus. Ganz, gar nicht schlimm. Ihr könnt, wenn ihr eine URL von einem Bild habt, das heißt, ihr könnt euch hier, wartet mal, ich mache das mal wieder ein bisschen kleiner. So, ihr könnt euch hier ein Fenster aufmachen und sagt google.de, sagt Webinar, ne? Sagt Bilder. Und jetzt habt ihr hier so ein Bild. Ne? Sagt, oh, das finde ich gut, das will ich haben. Dann könnt ihr mit dem Rechtsklick, könnt ihr zum Beispiel sagen, Bildadresse kopieren. So, und dann könntet ihr hier einfügen sagen. Und dann habt ihr den Link zu dem Bild, habt ihr dann drin. Wenn ihr das nächste Feld kommt, seht ihr auch so ein bisschen beispielhaft, was Phase ist. Und wenn ihr dann sagt, einfügen, ja, dann ist das Bild da drin. Viel zu groß. Was nu? Alles kaputt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr das anklickt, könnt ihr hier das klein ziehen. Macht ihr so lange, bis das irgendwie euch in Kram passt. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, ihr klickt es nochmal an, klickt nochmal auf dieses Insert Edit Image und habt hier die Größe. Eine Breite von 800 ist immer toll. Der Rest ergibt sich. Super. 800 breit passt immer. Update. Ja, mach mal. Zack, ist die Grafik da drin. Was ihr auch die Möglichkeit habt, und das machen wir jetzt mal, wir nehmen das mal weg und sagen, ich habe ja schon viele Bilder vorbereitet. Es gibt hier sowas wie die Veranstaltungsbanner. Da kann ich jetzt sagen, mach das mal auf und habe jetzt hier alle möglichen Bilder. Sieht man das wahrscheinlich nicht. Allgemein News, Angrillen, Banner X-Wing, gerade für unsere X-Winger, ein Brettspieltag, Clubraumreinigung, Clubraumprojekte, D-Day Dice, bla 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 bla, unfassbar viele. Zum Beispiel, das ist das für die heutige Veranstaltung, Webinar, das ich gemacht habe. So, wenn ihr da irgendwas braucht, sagt mir Bescheid, ich baue euch das. So, das heißt, ihr könnt hier auch über Upload, könntet ihr auch Sachen selber hochladen. Ne? So, ich nehme jetzt einfach mal, was nehmen wir? Webinar, so. Dann sagt ihr, so, wenn ihr das auswählt, es gibt hier, sag mal, ich nehme mal was, das hier zum Beispiel. Das hier seht ihr hier, ist volle HD-Breite, 1920. Wenn ich das jetzt auswähle, nimmt er das hier oben rein und ich kann hier, weil das so breit ist, auch noch auf 800 setzen. Alle neuen, die ich erstelle, erstelle ich gleich auf 800. Die alten, weil ich die auch für was anderes auf der Webseite genutzt habe, sind halt so breit. So. Das heißt, jetzt nimmt er das auf 800. Ich sage hier Insert und zack ist das Bild da drin. So. Fertig ist die Laube. So. Und schon sieht das, glaube ich, ganz passabel aus, das Ding. Können wir mitarbeiten. So, dann habe ich hier den Ort. Den Ort ist immer nicht vorausgewählt, weil standardmäßig ist ja, wird sowieso nie passen. Nämlich jetzt wähle ich jetzt einen Ort aus. Ich will das Ganze im Clubraum machen. Kontakt brauche ich keinen. Zusatzinformationen lasse ich auch weg. Arbeite ich meistens auch nicht mit. Könnt ihr aber machen, wenn ihr wollt. Spieltisch brauche ich keinen. Kann ich nutzen oder nicht? Lasse ich jetzt gerade mal weg, weil ich sonst Räume buche. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn ich die nicht benutze. Würdet ihr dann hier auswählen, welche Tische ihr braucht und so weiter. So, dann der zweite Reiter. Wann will ich das machen? Zum Beispiel heute vorausgewählt, standardmäßig. Wenn nichts irgendwie von euch gemacht wird, ist 8 bis 17 Uhr. Das ist so eine Vorauswahl.
muss sowieso angepasst werden. Ich will das heute um 22 Uhr machen. Doppelpunkt könnt ihr weglassen. Einfach 2200 tippen. Fertig. So, jetzt meckert er hier unten schon rum und sagt, hey, hör mal zu. Das ist alles scheiße, was du machst. 17 Uhr kann das dann ja noch nicht zu Ende sein. Nee, das soll auch um 22.10 Uhr zu Ende sein. So, fertig ist. Wiederholung will ich keine. Ne? Jetzt, oh doch, wir machen mal eine Wiederholung. Ich sage, ich will das jährlich wiederholen. Ne? Oder ich mache mal täglich wiederholen, dann sieht man das gleich im Kalender. Ne? Ist ein bisschen cooler. Und sag, ich will 3 Wiederholungen haben. Ich könnte auch sagen, ich will das wiederholen bis zum 30. Was wahrscheinlich ungefähr auf selber rauskommt. Das sind dann 4. So. Dann will ich Teilnahme festlegen. So. Ja, man soll sich registrieren können. Zugriffsebene ist nur für Mitglieder. Was der Unterschied ist, zeige ich euch gleich, wenn wir durch sind. Wie das im Termin aussieht. Wenn ja, wenn nein. So, Kapazität ist, lasse ich so, brauche ich alles nicht. Null bedeutet unbegrenzt. Es kann sich anmelden, wer Bock hat. So, dann hier anfänglicher Registrierungsstatus, automatisch bestätigt, brauche ich alles nichts machen. Das Bemerkungsfeld ist automatisch drin, brauche ich alles nichts machen. Passt in 99% der Fälle, passt das so. Jetzt ist eine ganz wichtige Sache und das ist der Punkt, der sehr, sehr, sehr gerne falsch läuft im Moment oder immer mal. Wenn ihr einen Wiederholungstermin macht, habt ihr hier die Möglichkeit anzugeben, die Teilnahme wird aufgezeichnet für das Event in seiner Gesamtheit, also alle Wiederholungen zusammen. Das heißt, trage ich mich einmal ein, habe ich mich für alle 4 Termine, für alle 100 Termine eingetragen oder für jede Wiederholung einzeln. Das ist das, was ihr auswählen wollt. Das kann man leider nicht vorbestimmen. Ich würde es gern umdrehen, dass automatisch das so gesetzt ist. Das geht aber nicht vom System. Das heißt, ihr müsst aufpassen. Wollt ihr für alle drin? Bestes Beispiel, ich mache eine Seminarreihe, 3 Tage und du meldest dich für diese 3 Tage an, weil wir zusammen einen Workshop machen. Dann macht das Sinn, für alle Wiederholungen zusammen eine Registrierung zu machen. Das haben wir in der Regel aber nicht. Mal kommt man nicht, mal passt das nicht. Das heißt, für jede Wiederholung einzeln wird diese Teilnehmerliste geführt. Ganz, ganz wichtig. So, Teilnehmerliste anzeigen, kann alles so bleiben. Zusatztext brauche ich nicht. Hier seht ihr, da steht standardmäßig nichts drin. Das heißt, er würde jetzt nehmen und bis zum Veranstaltungstermin kann ich mich anmelden, abmelden und so weiter. Ich kann jetzt einfach speichern und das wäre safe für heute. Ich will das aber festlegen, weil mir das zu knapp ist. Ich sage, man hätte sich auch schon am Montag anmelden können, jetzt am 24. Ne? Zeit kann ich auch festlegen, weiß ich nicht, 10 Uhr. So, ich will das Registrierungsende. Um 22 Uhr startet meine Veranstaltung. Man soll sich anmelden können bis heute um, da wähle ich nochmal aus, heute um, nein, tippen kann man da gar nicht. So, muss ich da machen. 21 Uhr. So, das heißt, ab 21 Uhr kann man sich nicht mehr anmelden. Stornierungsfrist sage ich heute und um 20.30 Uhr. 20.30 Uhr, na, komm her hier. 30 kann man sich nicht mehr abmelden, kann man nicht mehr stornieren. So, fertig. Nächster Reiter, Einladung. Nee, Einladung. Ja, Einladung will ich auch machen. So, sende Einladung für alle Wiederholungen, jede Wiederholung einzeln. Ist analog zur Anmeldegeschichte. Fertig ist. So. So, jede Wiederholung einzeln. Könnt ihr eben halt auswählen, was da am besten für euch passt. Meistens macht es ja Sinn für die gesamte Einladung, für die Gesamtveranstaltung. Text brauchst du nicht anpassen, braucht ihr nichts machen. Fertig. Das heißt, wir haben unseren Termin jetzt soweit fertig. Ich nehme jetzt noch mal, was am Channel gerade steht, was im Chat steht. Wir gucken mal nach, weil um euch das gleich noch mal zu zeigen, ändern wir das noch mal auf bis... Ne,
Registrierungsende ist 21.30 Uhr. So. So, jetzt könnt ihr das speichern. Das heißt, wenn ihr speichern klickt, prüft er, passt das nicht. Wenn jetzt der Tisch schon gebucht wäre, würde er hier oben meckern und sagt, hör mal zu, Tisch 3 ist schon gebucht. Na, dann musst du dir einen anderen Tisch auswählen. So, nun steht das hier drin, ist alles fertig. Hat geklappt und so weiter. Dann kann ich Speichern schließen machen und sehe, dass mein Termin so jetzt aussieht. Ich habe hier die Überschrift drin, eckigen Klappern, habe hier den Clubraum, Umbau, das Bild drin in der Breite, habe hier den Text, das ist ein bisschen schön markiert, die Farben sind drin, ich sehe hier, welchen Ort ich genommen habe, schön mit Ansprechpartner und so weiter. Es gibt eine Karte, die dabei ist. Ihr habt hier das Feld, Bemerkungen. Es hat noch, nimmt noch keiner teil. Na? So, und hier habe ich das Einladungsfeld. Hier könnte ich jetzt Einladungen verschicken. Ich kann also, und das zeige ich euch jetzt mal, wenn ich jetzt eine Einladung verschicken will, kann ich sagen, Einladung hinzufügen und kann sagen, wen haben wir da im Channel? Turbo, Pups und Saphira. Ich sage, Saphira soll sich anmelden können. Dann taucht hier unten schon der Benutzer auf. Martina, Saphira kann ich auswählen. Klick. Fertig. Dann kann ich hier den nächsten nehmen. Dann soll Turbo, Pups, Völke, finde ich auch. Zack. Habe ich drin. Die beiden kriegen eine Einladung. So, wenn ich jetzt sage, dass ich spamme die jetzt mal zu, ich sage E-Mail an neu eingeladene senden, fängt das System an zu rödeln. Ihr seht das hier oben, nuckel, 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 nuckel. Und er sagt, die wurden erfolgreich gesendet. Und ihr seht hier, E-Mail ist gesendet an die beiden. Das heißt, diese beiden Teilnehmer haben jetzt eine E-Mail erhalten. Babydienst. Ja, kannst dich austragen, ja? Nutzt das Buchungssystem bitte, ja? Nicht so über den Channel, das ist doof. So. Wie gesagt, die haben jetzt eine Einladung. Wenn ihr alle Mitglieder einladet zu so einer Veranstaltung, dann habt ihr da 100 Leute drin oder was. Das, dann stockt das System. Dann müsst ihr im Zweifel, wenn fehlgeschlagene Einladungen sind, das nochmal drücken, nochmal drücken, nochmal drücken und das erneut senden, damit ihr alle Mails rauskriegt. Weil das immer nur maximal 50 in einem Rutsch rübergehen, dann blockt sich jeder Mail-Account, weil er denkt, das ist eine Spam-Attacke. Also ab 50 müsst ihr halt öfter drücken. So. Das war jetzt die Einladung für einzelne Leute. Was ihr auch machen könnt, und das ist eine sehr schöne Funktion, ist, ihr könnt Gruppen einladen. Wenn ihr die Gruppe einladen wollt, könnt ihr sagen, welche Gruppen. Diese Gruppen sind teilweise angelegt, wir bauen immer weiter, ist sehr pflegeaufwendig. Ich würde es persönlich sehr gerne machen, macht aber nur Sinn, wenn wir das auch nutzen. Wir haben hier also die Gruppen drin und ich kann direkt auswählen, ich will allen Drachbaschler-Leuten eine Einladung schicken. Dann sind die hier drin. So, das wollen wir aber jetzt nicht. Zack, zack, zack. Ich kann die also auch wieder löschen. So, ich kann aber auch sagen, und jetzt wird es interessant, wenn ich hier nach unten gehe, habe ich hier auch, ich kann allen Mitgliedern eine Einladung senden. Ich bin mal so verwegen, klack. So, jetzt seht ihr, das sind ein paar mehr. So. Den könnte ich jetzt einfach eine Einladung schicken. Das werde ich jetzt nicht machen. Ach, warum eigentlich nicht? Warum nicht? Guckt sich E-Kanal an. So, also ich sage jetzt E-Mail an neu eingeladene senden. Dann kann ich euch das gleich mal zeigen, wo das Problem ist, weil wir jetzt so viele angeladen haben. Jetzt dauert das natürlich eine ganze Zeit. Er nuckelt hier oben und nuckelt, weil er hat ein paar E-Mails zu senden. Ich sage ja zu nicht mehr ganz so heißem Kaffee. Aber er muss weg. Und wer keinen Kaffee mag, also wer Kaffee mag, trinkt ihn noch kalt. Ne? Nam, 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 nam. So, ratter, 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 ratter.
Ratter, 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 ratter. Also ihr seht, das dauert dann ein bisschen länger. Ne? So, mal gucken. Ich bespaß euch mal in der Zwischenzeit. So ein ganz ekliger Finger von der RPC. Den gab es auf so einem Zombie-Stand als Giveaway. Ich kann mal zeigen, das ist so ein abgetrennter Finger. Mit Knochen drin als Schlüsselanhänger. Sehr geil. So. Nun darf das aber gerne mal passieren hier. So, guck mal, jetzt aktualisiert das. Seht ihr hier? Ach, da sind eine ganze Menge Nachrichten. Hier sagt er auch schon, hey, du hast die Maximumanzahl an Einladungen geschickt. Jetzt seht ihr hier unten, jetzt sind eine ganze Menge Mails rausgegangen, aber auch nicht alle. Jetzt klicke ich da einfach hier fehlgeschlagene erneut senden. Jetzt schickt er die nächsten 50 raus. Und dann geht das los. So, parallel können wir mal uns noch was anderes, während er im Hintergrund sendet, kann ich euch noch mal zeigen. Oh, ich mache mal einen anderen Browser auf. Zack. Mit einem anderen User. Weil ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn ein nicht angemeldeter, wie der die Termine sieht in der Zwischenzeit. Das heißt, ich bin jetzt nicht angemeldet. Das heißt, ich habe hier gar nicht die Möglichkeit, irgendwie was zu tun. Und guck mir jetzt den Termin heute an. Hier, Webinar, Testeintrag, Termin. Guck mir den an. Und kann mich nicht anmelden. So. Für so einen anderen Termin, wie X-Wing zum Beispiel morgen. So. Jetzt bin ich nicht angemeldet. Das heißt, ich sehe, ist kein Bild drin, steht X-Wing, ist alles toll. Wir hatten das, ne? Ah, hier, der ist ja schon schön, da steht ja schon richtig Text. Sehr, ich verneige mich vor deinem Skill, Turbo. Nur eine Grafik könnte man noch reinbauen. So, wir haben jetzt hier, ich kann jetzt hier eine E-Mail-Adresse reinmachen, kann also sagen, blödian88@kartoffelpü.de, ne? Benutzernamen wählen? Nö. So, Passwort kann ich mir festlegen. Ich nehme jetzt mal irgendwas. So, nochmal Wiederholung, weil der kriegt nämlich auch einen Account auf unserer Webseite. Oder ich nehme mal was, dann kann ich das gleich mal testen. Ich habe das auch noch nie probiert. So. Garstig. So. Auch. Oh, das ist ja garstig. Das ist ja. Das sieht gut aus. So. Gut, ich habe, glaube ich, alle meine Mailadressen schon genutzt. Auf jeden Fall, hier seht ihr, es könnte sich auch jemand Fremdes anmelden. Hier unten. Ah ne, hat doch geklappt anscheinend. Kevin Witzke hat E-Mail, das heißt, damit das nicht öffentlich sichtbar ist, sieht man die E-Mail nicht, an denen es gegangen ist. Und ist jetzt unbestätigt und würde jetzt teilnehmen. Das heißt, Turbopups müsste jetzt entweder den anschreiben oder sonst was. Das heißt, wenn er den Termin auf Mitglieder gesetzt hätte, hätte ich die Möglichkeit gar nicht. Dann hätte ich jetzt mich anmelden müssen, um hier ein Feld zu sehen. So.
Wir gucken mal, was unser Dings macht. Das heißt, ich habe jetzt hier noch mehr. Das heißt, jetzt werden noch ein paar. Ich schicke die letzten jetzt nicht raus. Das würde sonst noch länger dauern. Machen wir aber so. Jetzt müsste ich noch mal drücken und dann hätte ich die letzten auch weg. So. Ja, das ist im Prinzip der Termin. Viel mehr ist gar nicht zu machen. Also es ist alles kein Hexenwerk. Diesen Editor, vor dem muss man ein bisschen die Angst verlieren. Und dann ist das, glaube ich, gut. So. Was wollen wir denn noch mal machen? Was habt ihr denn noch an Fragen, was wir den Leuten zeigen können? Was haben wir denn da? Da fehlt noch die Bestätigungsfunktion. Ach so, wenn das bestätigt werden muss. Das können wir mal machen. Und zwar nehme ich jetzt diesen Termin und ändere den. Das heißt, dann können wir auf das, genau, das können wir auch noch machen. Wenn ihr einen Termin ändern wollt, ganz wichtig. Das heißt, ihr habt jetzt, seid jetzt in dem Termin drinne und wollt, ihr habt hier oben die Möglichkeit, über diesen kleinen Bleistift Änderungen zu machen. Das heißt, hier taucht dann so ein Fenster auf. Und ihr könnt diese Veranstaltung verstecken. Dann ist sie nicht mehr zu sehen. Ihr könnt diese Wiederholung bearbeiten. Dann ändert ihr nur diese Wiederholung. Nicht den Gesamttermin, nur diese Wiederholung. Ihr könnt den Hauptevent, also alle Geschichten, wieder bearbeiten. Ihr könnt das Ding kopieren und bearbeiten. Ihr könnt diese eine Wiederholung löschen. Ihr könnt alle Wiederholungen löschen, also Termin töten. Oder ihr könnt zukünftige Wiederholungen. Dann bleibt nur der heutige Termin da und der Rest ist weg. Na? So, das machen wir mal. Zack. So, ah, schön. Darf ich nicht. Ist auch cool. Bin ich rausgeflogen? Nö. Merkwürdig. So. Klappt ja. So. Wir wollen das Hauptevent bearbeiten. So, jetzt wollen wir ja diese Funktion testen, die Bestätigungsfunktion. Das heißt, es trägt sich jemand ein und den wollt ihr bestätigen. Das heißt, der soll nicht automatisch registriert sein. Ich sage jetzt also, Registrierung erlauben ja, aber anfänglicher Registrierungsstatus ist warte auf Bestätigung. Das heißt, wenn ich jetzt sage speichern, weil ich kann eigentlich auch speichern und schließen machen. So, hat sich hier nicht viel getan. Das heißt, der heutige Termin ist Safira schon eingetragen. Ich schmeiß die mal raus. Das heißt, ihr könnt den da auch stornieren. So, und jetzt kann sich Safira mal kurz anmelden. Die liest ja gerade mit. Kann sich mal registrieren für den Termin. Mal gucken, sie tippert im Hintergrund. Pioda ist auch da. So, hast du gemacht? Ich sehe nichts. So. Das heißt, ich gehe jetzt mal in den Termin wieder rein. So, ich habe jetzt hier eine Mail gekriegt gerade. Kann ich euch mal zeigen, das Ding. So, das heißt, ich als Terminveranstalter habe jetzt hier so eine Mail gekriegt. So. Und in der steht, der Nutzer hat sich eingetragen, wann für Anmeldestutz ist auf Bestätigung wartend. So, jetzt gucke ich in den Termin rein und sehe hier unten, guck mal, Safira hat sich angemeldet. Ich kann jetzt sagen, nö, stornieren, die finde ich sowieso doof. Ne? Oder ich kann hier eben halt sagen, teilnehmend, ja. Dann klicke ich den Haken an, dann fragt er, ja, willst du das bestätigen? Ja, will ich. So, das heißt, jetzt ist sie teilnehmend. So, und jetzt, wenn sie in den Termin geht, wird sie die Anmeldeliste sehen, wird sehen, dass sie angemeldet ist und ist bestätigt. So, hat auch geklappt. Nochmal der schnelle Blick über die Schulter, ob das auch funktioniert hat. Und so kann man die Geschichten
machen. Ja, das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Nee, stornieren kannst du nicht mehr. Die Zeit ist abgelaufen. Das war 21 Uhr. So, was haben wir denn noch? Ihr seid so schnell. Mal gucken. Da fehlt noch, ich guck mal hier, Bestätigungsfunktion. Kann man YouTube-Videos einbinden? Ja, das müssen wir nochmal ausprobieren. Theoretisch über den Link schon. Es wird sich, glaube ich, wenn du jetzt YouTube, ich nehme mal YouTube, unseren Solduri-Kanal. Zack. Nimm mal hier so ein Video. So. Ton aus. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ich will das Ding einbinden. Das war da. So, einbetten. Das müsste eigentlich gehen. Kopieren. Gucken wir mal. Ich weiß das in der Tat gar nicht, ob das so geht. So, sagt, bearbeite den Hauptevent. Also ich habe mir jetzt diesen iFrame-Eintrag geholt. Und wenn ich den hier einfach reinkopiere, geht das nicht. So. Ich kann hier auf, das hier oben ist so ein Knopf, damit schalte ich die Web-Ansicht weg. Also das ist jetzt schon ein bisschen tricky. Und könnte dann hier den Eintrag einfach machen, diesen HTML-Eintrag, den ich von YouTube kriege. Mal gucken, speichern. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, dass er den tötet. Anzeigen im Vorschau tut er nicht. Speichern, schließen. Wir gucken uns das mal an. Ich glaube fast, dass das nicht funktioniert. Nee, das funktioniert nicht so. Dann gucken wir mal weiter. Bearbeite den Hauptevent. Was wir noch machen können, wir könnten das hier über eine Rockbox versuchen. Link. Kopieren. Einfügen. Gucken wir mal. Das wird aber auch nicht funktionieren. Nee, das haut auch nicht hin. Das funzt auch nicht. Nee, also YouTube sieht schlecht aus. Ne? YouTube kannst du im Prinzip nur über den Link selber dann einbinden. Müsste ich nochmal gucken, ob ich da irgendwie ein Modul finde, womit wir das machen können. Aber Stand jetzt so ohne weiteres ist nicht. Das heißt, wenn du YouTube einbinden willst, könntest du hier YouTube sagen, packst den Link hin. Würdest du das unterstreichen oder so? Und dann hättest du hier den Link drin, aber eben halt nicht direkt das Video. Das geht leider nicht. So, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Irgendwas, was unklar ist? Was ihr meinen könntet, was irgendwie Fragen aufwirft, was ihr schon immer mal wissen wolltet? Weiter zu dem Editor vielleicht oder sonstige Geschichten? Ne? Weil ansonsten würden wir jetzt hier dann nämlich auch den Cut setzen. Wir sind schon zeitlich ein bisschen drüber. Ich wollte eigentlich in einer Stunde durch sein. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Der Zweck heiligt die Mittel, glaube ich. So, Turbo sagt wunschlos glücklich. Was sagt meine holde E-Weiblichkeit? Och, die ist schon gar nicht mehr. Ach, die ist schon. Die hat sich schon ausgeklingt. So. Ja, dann swappen wir noch mal kurz zurück, damit ihr meine hässliche Visage noch mal kurz angucken müsst. Zack. So, ja, dann herzlich willkommen noch mal.
oder was heißt herzlich willkommen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden und dieser Workshop bringt den einen oder anderen dazu, sich ein bisschen mehr um die Ausgestaltung seiner Termine zu kümmern. Das kann ich euch nochmal schnell zeigen eigentlich. Ganz kurz. Und zwar, wenn das nämlich schön gemacht ist, es gibt ein Newsletter. Man kann sich, das ist ein Feature schon von der neuen Webseite, da teaser ich euch jetzt einmal ganz kurz an. Wenn ihr hier The Start ist schon, kommt ihr auf die geheime neue Webseite. So, und jetzt dort gibt es im Veranstaltungsbereich, also sprich dem Eventkalender nachher, die Möglichkeit, hier eine E-Mail-Adresse einzutragen und sich für ein Newsletter für die Terminkalender-Funktion zu registrieren. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Ich suche mir mal so eine Mail. So, mal gucken, wo habe ich denn so eine. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle schon gelöscht. Na, komm her. Anordnen nach von. Nee, scheine die wirklich. Das ist ja blöd. Clubraum-Info. Das will ich euch noch kurz zeigen. So. Und zwar, klack, klack, so sieht das Ganze aus. Und zwar kriegt ihr dann von dem System eine, wo ist mein Fenster hier? So, kriegt ihr von dem System eine E-Mail und in dieser E-Mail werden dann so die nächsten 3-4 Termine, die so in den nächsten Tagen läuft. Zum Beispiel hier habe ich am 23. die Termine für den 25. gekriegt. So, und hier seht ihr, das sind so diese Termineintragungen, die da drin sind. Und das ist natürlich, hier wäre jetzt auch ein Bild drin und. Das heißt, wenn wir die Termine möglichst schick machen, dann sieht das natürlich auch gleich viel, viel, viel cooler aus. So, ich guck mal, habe ich noch einen, wo ein Termin von mir drin ist. Ich guck noch mal, das wird so der Unterschied, da könnt ihr dann den Unterschied sehen. Was das nachher ausmacht, wenn man ich habe leider die anderen alle schon gelöscht. Schade eigentlich. So, da taucht dann halt hier auch noch die Grafik mit auf und so weiter. Und das sieht dann richtig cool aus. Das heißt, das ist dann so ein Feature auch für die, die nicht online sind. Die sehen dann direkt was die nächsten Tage kommt. Das ist so ein Ausblick auf die Zukunft und deswegen war mir dieser Workshop einfach auch so wichtig. So. Ja, ich freue mich dann, dass ihr teilgenommen habt. Ich hoffe, dass möglichst viele sich das Ding auch bei YouTube angucken, dass das eine oder andere Hilfe ist. Es ist jetzt relativ lang geworden, ich weiß. Aber ich glaube, das macht Sinn. Viele Sachen kann man dann auch noch mal festlegen.
auf der Webseite, kann nochmal einen Text schreiben, sprech mich über Discord an und ich beantworte euch jede Frage, die nötig ist. Wäre halt schön, wenn wir den Kalender so ein bisschen von der Qualität auch hochhalten und ein bisschen pimpen können. So, in diesem Sinne, vielen Dank und der nächste Workshop kommt bestimmt. Thema steht noch nicht fest. Ich vermute aber, ich werde was über Artikel machen, also über Blogartikel. Und Termin schauen wir dann mal. In diesem Sinne, ich danke euch für den Livestream, dass ihr nett dabei wart. Vielen Dank, falls ihr das bei YouTube geguckt habt. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst ein Danke da. Gebt mir ein bisschen Feedback, ob das zu lang ist, Format blöd ist, sonst irgendwas, zu viel Gelaber. Vielen, vielen Dank. Bis die Tage. Ich bin raus.